einen richtig kleinen Burger. Dave hat gerade überlegt, es ihm zu bestellen. Dave, guck, hättest du es gepackt? Nein, natürlich nicht. Hättest du es geschafft? Dumm. Nee, ich glaube auch nicht. Also bei mir wäre die Hälfte übrig geblieben. Die Hälfte? Ja, mehr als die Hälfte. Ist ja schon stark. Nein, mehr als die Hälfte schaffen würdest. Also überleg mal, das sind einfach 500 Gramm totgekloppte Tiere. Gekloppt? Warum ist kein Schnitzel? Das ist gewollt. So, wir essen jetzt hier Burger. Ich habe natürlich einen vegetarischen Burger, aber mit Käse. Also ein bisschen Mord habe ich auch begangen, aber den anderen ist das natürlich das Leid der Tiere egal. Wie Greta Thunberg. Joke, joke, joke. Hier ist es extrem lecker. War hier letztes Jahr auch noch. Alter, lass meinen Müll in Ruhe. Weg da. Weg. Geht weg. Weg mit den Tauben, oder? Ja. Was ist das? Das ist eine coole Kamerafahrt. Komm, komm Sebastian, komm. Wir fahren jetzt los. Komm. Macht keinen Sinn, aber. Komm doch los. Komm jetzt, Alter. Das ist mein Fahrer. Fahr jetzt. Ich weiß nicht, wohin wir gerade. Wohin wir? Ich weiß nicht. Ich bin hier einfach aufgewacht. Oder fahre ich hier? Mega schön hier, oder? Hier, yeah, vom Strand in den Club. Was sagt ihr, Leute? Jan, schon wieder Zeit zu saufen, oder, Alter? Auf alles. Auf alles, Alter. Ja! Okay, das Lied ist gerade vorbei. Wir sind gerade in der Bar und ich kann schnell vloggen, weil hier keine Copyright-Musik. Und vorbei, wir sind gerade in der Bar. Das war's. Dankeschön. Hey, meine lieben Wandersmänner. Wir wandern nun den Berg hoch, wo Vögel von deiner Hand fressen. Hab ich gesagt? Brot. Also. Tobi, wir sind noch nicht da. Wir müssen jetzt eine halbe Stunde da hochlaufen. Zum Glück haben wir wegen Sebastian nicht lange auf ihn gewartet. Ja. Tja. Tja, was, tja. Warst du überhaupt duschen? Nö. Man sieht's. Aber okay, ganz kurz. Heute haben wir 7 Minuten auf mich gewartet. Gestern musste ich eine Stunde auf Revi warten beim Training. Oh mein Gott, weißt du auch warum? Hm? Weil du mir egal bist. Alter. Wir gehen jetzt den Berg hoch und schauen uns den Berg an. Und jetzt gibt's... Das hier rechts ist das Krippenspiel von Nazareth. Das wurde erbaut 1843 bei ortsansässigen Satanisten. Wir haben jetzt hier den ortsansässigen Satanistenvorstand Carina, die uns kurz was zu dieser Touristenattraktion erklären kann. Carina, warum ist die Hälfte der Puppen aus Holz und die andere Hälfte aus Gold? Wo sind die anderen Goldpuppen abgeblieben? Die wurden geklaut. Dieser Wald ist sehr spannend. Boah, das ist ja schön. Schön eng. Schön hoch. Es handelt sich hier um einen 1400 Jahre alten Urwald auf der Insel Madeira im südlichen Ostzipfel dieser Steppe. Dave ist hier vorne gerade dabei, das Ökosystem, was sehr empfindlich ist, mit Müll zu zerstören. Entschuldige, das war ein Ast. Das waren Plastikteile, die den Fischen im Hals stecken bleiben. Ich gebe jetzt ein Keyword. Und du erzählst was dazu, was der hier gemacht hat. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hat 1882 gemeinsam mit den Alliierten hier gegen die preußische Armee gekämpft. In diesem Wald hat sich die große Schlacht gegen die Teutonen erreicht. Wir finden hier eh keine Dias. Lass umdrehen, oder? Ich hab X-Ray. Wir sind noch auf Höhe 150. Ich hab X-Ray. Ich hab X-Ray. Okay. Also willst du jetzt zu Cristiano Ronaldo noch was erzählen? Ich bin raus. Naja, echt schade eigentlich. Dieser Brückenkopf war extrem umkämpft im Ersten Weltkrieg. Wer will um diesen Brückenkopf kämpfen? Niemand. Hör auf zu lügen. Christoph Krachten hat 2004 hier sein erstes Kind geboren im Wald. Der Name des Kindes heißt Simon Unge. Danach hat es einen Vertrag unterschrieben und Hashtag Freiheit. Mega gut gefilmt. Wer auch immer das hier schneidet, viel Glück. Was ist das hier für eine Steinformation? Diese Steinformation zu der Rechten ist die Schlucht von Geigerzoll. Die wurde 1443 gebaut, als hier die ersten Kreuzritter gegen die Sarazenen gekämpft haben und gemeinsam versucht haben, Erwin Rommel den Wüstenfuchs den Rang abzulaufen. Leider Gottes wurde mit der Entdeckung der Pyramiden alles anders. Die Ägypter sind den Hebräern zuvorgekommen und haben mit ihrer gemeinsamen Taktik die Wikinger zurückgeschlagen auf dem Schlachtfeld. Wir finden alte Reliquien aus dieser Zeit. Das hier links. Sind das die Vögel, die auf der Hand landen, wo man sich die Hand bringt, weil die so fett sind? Viele Leute würden denken, das sind Hühner, aber es sind in Wirklichkeit wilde Wildschweine, die im Wald transformiert sind, weil sie sich damals mit einer Gans gepaart haben. Hier im Haus wohnt Fritz Meinecke. Hallo, ich bin's Fritz. Max, wir sind jetzt über 3 Tage in diesem Wald hier unterwegs. Kann nicht mehr. Das Wasser wird knapp. Geht so, ich habe erst so einen Schluck getrunken. Das Wasser wird knapp, sagte ich. Wasser wird knapp? Das ist nicht sauber. Platz zum Übernachten suchen, Feuer besorgen, einen aus der Gruppe aussuchen, den wir verspeisen können. Ja. Und wir sollten jetzt anfangen, unsere eigene Pisse zu trinken. Also ich meine, wir haben 20 Minuten zum Auto. Ich weiß nicht, ob sehr hässlich da rechts. Sehr, sehr hässlich. Da wohnt Fritz Meinecke. Wo wohnt der im Wald? Im Wald. Fritz Meinecke, das ist echt krass. Der ist noch nicht so lange auf der Insel, aber der wohnt an allen Orten. Also das ist wirklich verrückt.
Sebastian, mach die Hand hoch. Hand hoch. Warum? Vogel. Für was? Vogel. Das ist meins. Ich esse das. Ich will nicht, dass der Vogel das bekommt. Geh weg. Er dreht sich so, ja, soll das. Vogel. Tobi, der ist auf deiner Hand. Entschuldigen Sie? Es kommen immer mehr. Komm, hier, meine Nüsse sind geil. Der ist aber richtig. Komm, friss meine Nuss. Du hast doch Hunger. Ich sehe es in deinem Vogelgesicht. Komm, friss die Nuss. Nein, komm. Ja, er hat die Nuss gesnackt. Alle Leute rufen mir die Vögel, aber die haben nicht mal Ohren. Was soll die Scheiße? Man muss mit den Vögeln auf eine andere Art und Weise kommunizieren. Mit Kehlkopfgesang. Funktioniert. Oh, guck mal, er frisst einfach. Ja, fein. Ciao. Löwen? Da ist jetzt Schreck gerade drauf. Du hast gesagt, ein Löwe. Ja. Oh. Ah, aua. Au. Ihre Zähne haben Widerhaken. Komm, friss es auf. Die Zähne im Schnabel. Ja? Komm, ich steck dich in meine Tasche. Nein, mach nicht. Guck mal, ich kann ihn bewegen. Ich bin der Herr der Vögel. Bild machen? Ja, bitte. Er ist der König der Vögel. Er ist der König der Kögel. Schnell, er hat gleich aufgegessen. Wir müssen nachlegen. Füttert den König. Ich hab Angst vor ihm. Der hat mir eben ins Ohr geflüstert, dass er vom Teufel besessen ist. Ich setz meine Hand mal ab, okay, Bro? So. Wir sind Homies. Nee, lass den mal in Ruhe, Dave. Wir haben gerade eine Beziehung aufgebaut. Ich will, dass der auf meine Hand scheißt. Okay. Schaffst das, Rebi. Der soll mal teilen, er gönnt ja gar nicht. Er ist der coolste, der ist overweight, er ist der fette. Ja. Kann der gar nicht, das ist das Ding, deshalb kann ich der springt ja im Feld runter einfach. Ihr seid jetzt Best Friends. Nenn ihn, ich will ihm keinen Namen geben, weil er eh wieder wegfliegt. Ja. Ich kenne das, enttäuscht zu werden. Der will gar nicht mehr. Wir können das nicht länger, ich muss zurück nach Deutschland. Er ist wirklich so fett. Ja, warum bloß? Ja, weil er der gierigste von allen ist. Vor allem habe ich ja nicht mal was in meiner Hand, der frisst einfach meine alten Hautpartikel. Hast du den Coronavirus? Danke. Feedback. Ich weiß nicht. Wir fahren jetzt mit den Jetskis. Juhu! Let's go! Das ganze Geld ausgeben, was wir mit dem Beef verdient haben, das sind insgesamt 90.000 Euro gewesen. Und dann werden wir später noch ein Haus hier auf der Insel kaufen. Stimmt's, Dave? Ja, zwei sogar. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall mit den Jetskis, damit wir A, die Insel nicht nur mit schlechten Gedanken. Sorry. Wir verlassen die Insel ausschließlich mit schlechten Gedanken. Und damit wir die Insel A nicht nur mit schlechten Gedanken verlassen, sondern auch mit einem lustigen Lachen. Und B, damit wir Content für den Vlog haben, was eigentlich die Hauptintention ist von dieser dämlichen Aktion. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, als hätten die Leute schon 200 Mal gesehen, wie hier mit dem Jetski fährt. Das ist ja sau langweilig. Wir schneiden es trotzdem rein, weil bei uns ist es doppelt unterhaltsam. Ich bin noch nie im Jetski. Leute, wir sind die neuen Avengers. Avengers Assemble. Avengers sind Avengers. Perfekt, Avengers. Kommst du immer noch nicht rein, hm? Oh, wäre lieber doch mal ins Gym gegangen, ne? Oh, wir fahren jetzt mit diesen Jetskis, Leute, und werden ein paar coole Stunts machen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt auf die GoPro und werden dann die Unterwasserwelt von Madeira kennenlernen. Ihr fragt euch warum? Nun ja, wir werden von den Jetskis runterfallen und tauchen müssen. So wird's aussehen. Ich hoffe, dass dieser Mann nicht mit uns fahren muss, sondern wir auf unserer eigenen Faust die Insel umrunden und erkunden. Wir sehen uns. Digga, spar dir den Akku. GoPro. Genau. Imagine, ihr habt euch extra eine Action-Tank gekauft für so einen Scheiß. Dann fällt Leo von diesem behinderten Jetski runter. Diese Action-Cam hängt irgendwie vorne am Gas, wird so überpanikt und schleudert die so ins Meer. Und ich nur so, ich sehe sie nur so langsam runter. Ich springe so ultra mit Delay, wirklich so, keine Ahnung. 2 Sekunden habe ich das angeguckt, bis ich gesprungen bin, dann war sie weg, Alter. Egal, so. Aber, ja. Es geht gar nicht um die Cam. So, Dave ist reich, der kann die neu kaufen. Primär geht es dann die Aufnahme, was schön ist. Aber wir werden jetzt halt Daves Phone nutzen. Ja, wenn das weg ist. So, Leute, jetzt gibt es iPhone-Qualität. Leider keine schöne Feature-Optik mehr. Hey Leute, ich hoffe, ihr habt den GoPro-Content genossen. Oh, Moment, Dave, wo ist die Kamera eigentlich? Muss man dich fragen. Du
Kamera wegschlagender Mann. Ich bin nicht der Kamera wegschlagende Mann, ich bin der Kamera an den Gashang hängende Mann. Ja, und ich bin der wegschlagende. Tja, Dave. Also Dave wollte halt lieber sein Leben retten als meine Kamera. Was ich extrem unangenehm finde. Jetzt ist meine Kamera auf dem Meeresboden. Unangenehm und unangebracht. Unangebracht ist. Dafür habe ich jetzt iPhone-Aufnahmen gesehen, die, naja, gerade mal adäquat sind und nicht mal andersweise so gut wie die anderen Aufnahmen, die wir gemacht haben. Aber es ist schon in Ordnung. Wir haben in der Videobeschreibung ein Spendenziel gemacht, damit Dave sich den Anwalt leisten kann, weil ich ihn nämlich anzeigen werde. Was geht? Es ist mittlerweile Abend, Leute. Und wir haben uns überlegt, wisst ihr was? Wir fahren jetzt noch wohin. Eigentlich hatten wir vor, in den Geisterwald nach Vanal zu fahren. Aber da waren schon mal Leute. Deshalb habe ich mir was anderes rausgesucht. Es gibt hier ein verlassenes Schwimmbad. Und ich bin überhaupt nicht Lost Places Guy. Aber ich dachte, irgendwie brauchen wir noch kleine Teile für den Vlog. Und deshalb waren wir in dieses verlassene Schwimmbad, welches zum Teil scheinbar noch bewohnt ist, zum Teil nicht. Es ist eine komplette Schwimmanlage von einem Hotel, was 1990 abgerissen worden ist. Und ich finde sowas eigentlich immer ganz spannend, weil ich sowas, das ich erst einmal gemacht habe. Mit dabei ist der gute Leo. Wir haben unsere lichtstarke Kamera dabei, die Taschenlampe. Und ich hoffe einfach mal, dass wir beide nicht umgebracht werden. Wir fahren jetzt ungefähr 30 Minuten dahin und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Übrigens habe ich mich gerade ganz kurz zufällig nochmal mit Tanzi gesprochen und es scheint, als wäre nichts gewesen. Also wir joken noch rum. Alles Norbert Blatt, Ordnung. Ne? Norbert Blatt an der Stelle. Okay, Leute, wir fahren jetzt gerade hier unter der Landebahn am Flughafen. Sieht so krank aus. Es ist so eine heftige Flucht hier. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Hotel, wo wir jetzt hinfahren, abgerissen worden ist, weil diese Landebahn nämlich erweitert worden ist, weil Madeira immer noch mit zu einem der, ich glaube, oben sogar eine Burgkartbahn, siehst du das? Guck mal. Jedenfalls ist der Flughafen erweitert worden, weil Madeira lange Zeit als mit der gefährlichste Flughafen der Welt gehandelt wurde. Oder dass er einer der gefährlichsten Landespots der Welt ist, weil die Landebahn extrem kurz gewesen ist. Und es, glaube ich, auch mal einen Abschluss gegeben hat, wenn ich mich nicht irre. Das muss ich aber gleich nochmal recherchieren, da stelle ich das nochmal richtig. Dementsprechend ist dieses Hotel abgerissen worden, weil dieses Hotel der neuen Landebahn weichen musste. Es ist aus den 1970ern und ein Teil dieser Anlage wird wohl noch von Einheimischen benutzt. Der Pool ist aber komplett dicht und das Schwimmbad auch dazu. Das müsste jetzt hier schon irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht sehen wir es gleich sogar schon. Ist ein riesiger Sprungturm und sowas dabei. Finde ich echt interessant. Man ist auch wirklich, also wenn man hier auf Madeira lernt, ich glaube, Leo kann das so ein bisschen bestätigen. Es ist schon ein crazy, weirdes Gefühl, oder? Safe. Weil das Hotel ging wohl damals bis hier unten irgendwie und der Flughafenbereich ist jetzt deutlich größer als vorher, aber still fühlt es sich irgendwie ganz seltsam an, wenn man hier landet, weil das doch plötzlich aus dem Nichts kommt, dieser Flughafen, und dann landet man da und denkt sich so, holy shit, was geht ab? Ey, ich schwöre, das ist das erste Mal für mich, dass ich sowas machen will. Hier geht schon mal richtig dunkel runter. Ich weiß nicht, ob wir das Auto direkt da stehen lassen wollen oder nicht. Ich glaube, hier ist es schon. Da ist eine komplette Anlage. Ey, ich hoffe mal, dass wir wirklich hier alleine sind. Ne? Das wäre jetzt anders gruselig, wenn jetzt hier irgendwie jemand... So Junkies oder so. Ja, das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass hier irgendwie Drogenabhängige oder sowas rumhängen oder irgendwie gewaltsame Jugendliche. Deshalb, ich lasse auf jeden Fall mal Portemonnaie und sowas im Auto. Ja, machen wir noch ein bisschen Action hier im Block. Knistert die ganze Zeit diese Busch hier. Ne? Wir haben ultra viele Straßenhunde hier auf Madeira. Hallo? Sau dumm, das machen die immer in so Horrorfilmen. Oh mein Gott, das ist der Sprungturm. Siehst du ihn? Alter, ist das gruselig. Digga, ich hab so Angst, ne? Ich will hier gar nicht runtergehen, ne? Ich hab so... Erstmal hier... Liegt da was? Was liegt da? Ein T-Shirt. Oh Gott, ich dachte, ich wäre ein Hund. Glaub mir, wäre der Wald doch lieber gewesen, Bro, ne? Weißt du, was ich meine? So ein Wald ist halt natürlich, aber hier... Oh Gott. Oh boy. Sieht aus wie so ein Militärschwimmbecken. Oh Junge. Mir läuft so kalt den Rücken runter, holy shit. Warm dir das Bein herunter, weil ich gepisst habe, Alter. Oder kennt ihr noch die alte Kollektiv? Das war ich. Also hier liegen die Leiter dran. Siehst du das? Ja. Wahrscheinlich. Tagsüber ist es hier wahrscheinlich richtig cool. Tagsüber ist es hier Freizeitpark, Digga. Aber nachts hat das einen ganz anderen Vibe. Holy shit, Junge. Was, das sind alles Umkleidekabinen, ne? Hatte dieses Schwimmbecken so Fensterscheiben? Da gehe ich definitiv nicht rein, Digga. Das kannst du sowas von vergessen. Hier geht's wieder runter, Leo. Alter, das ist eine krank große. Das hier unter uns, das ist alles ausgehöhlt. Das ist alles hohl. Wir sind über Katakomben. Hier ist unter uns eine riesige Anlage. Wollen wir hoch? Dann müssen wir hoch, ne? Oh mein Gott, hier sind Stimmen, Leute. Hier sind wirklich Stimmen. Wir wollen gerade auf den Turm. Hier hat jemand gesprochen. Hört man das? Ich dachte gerade, ich hätte da jemanden gesehen, Real Talk. Junge, mach mir keinen Scheiß. Nein, Leo, ich meine das jetzt ernst. Hör mal auf, bitte. Ich dachte gerade, ich hätte da eine Bewegung gesehen. Mach mal bitte keinen Scheiß, Digga. Ich hab so ultra Schiss bei sowas. Okay, lass uns noch den Dreier hochgehen, ja? Okay, passt auf.
A, ich fühle mich hier wirklich not so wohl und B, weiß ich nicht so hundertprozentig und ich joke gerade nicht. Leo, du hast die Stimmen auch gehört. Ja, Mann. Können von da gekommen sein, kann aber sein, dass da noch ein Eingang ist und dass die jetzt genau unter uns gammeln. Das weiß ich nicht so. Haben Portugiesisch geredet, keine Ahnung. Die unteren Katakomben sind dieses ganze Feld hier, also hier unter uns, alles, wo ihr gerade diesen Lichtkegel seht. Ich fühle mich aber einfach, und das ist, glaube ich, nachvollziehbar, verfickt nochmal nicht wohl, das ist alleine zu machen. Ich bin nächsten Monat nochmal hier mit Fritz. Ich würde mir das nachts nochmal reinziehen mit Fritz Meinecke zusammen. Fritz Meinecke ist so ein Tier, der hat irgendwelche Kung-Fu-Moves drauf, der kann jemanden einfach umbringen. Aber alleine traue ich mich das jetzt gerade einfach nicht zu, deshalb werde ich mir das nächsten Monat anschauen, wenn ihr wollt. Ihr wisst diese Geste, ihr kennt sie. Ich glaube, Leo, wir müssen mal ganz hoch und uns von oben angucken, oder? Safe. Komm hoch, Junge, das ist krass. Hier, das ist die Landebahn. Das ist die ganze Landebahn, Digga. What the fuck? Ja, guck mal, das kann ja nicht safe sein. Die ist ja 50 Meter entfernt, die Landebahn. Ich hab so Schiss, ne? Okay, fuck. Hier ist irgendeine mysteriöse Flüssigkeit gespawnt. Scheiße, was ist das, Digga? Alter. Ist das giftig? Oh mein Gott, da unten sitzt. Da ist einfach ein Stuhl drin. Da steht einfach ein Stuhl und sowas drin. Diese Flüssigkeit, wo kommt die her? Mystisch. Sehr mystisch, Alter. Nochmal, diese Katakomben. Hier geht's rein. Da geht's rein. Ich hab Todesschiss davor. Wir machen das heute nicht. Wir machen das beim nächsten Mal. Wallabilla. Da unten kam Real Talk, Stimmen her und sowas. Einfach Todesschiss, Mann. Wirklich. Geisteskrank. Ich schwör, wenn jetzt hier noch jemand gewesen wäre, ich hätte mir in die Hose geschissen, ne? Ja. Wir nehmen jetzt unsere Sachen, klettern hier vorsichtig runter und gehen diesen Weg hier raus. Call me name is middle, bro. Ist das gruselig? Es ist gruselig. Es ist tammgruselig. Es ist ein alter Aufzugsschacht. Das ist ein alter Essensaufzug. Nee. Doch. Halt dein Maul, Digga. Oh Gott, was liegt da? Halt dein Maul, hör auf. Ach, fuck, nee, nicht, egal. Was? Leo, hier laufen Leute rum. Bro, lass uns hier abfassen, wir gehen noch nicht mehr rein, wir hauen jetzt hier ab. Das ist mir zu krank. Aber du hast die doch gehört, die waren hier. Ja, ja, da waren voll die Kinderstimmen, Digga, das war richtig gruselig. Raus hier. Ey Leute, ich schwör's euch, was für ein Kopf. Bei allem. Leo, du schwörst auf deine Mutter, auf deine Familie. Du hast diese Stimmen auch gehört. Ich hab die Stimmen gehört, und die, Digga, waren sehr close. Ja, und die haben vor allem richtig geheilt. So, als wäre da jemand in diesen Geschächten drin. Als wäre jemand wirklich, ja, ja, unten gewesen, Alter. Das ist, Leute, ich schwör, ey, ich bin kein fucking Leo Machado oder sowas. Ich würde mir das nicht ausdenken. Ich war noch nie froh, dieses Auto zu sehen. Wir waren echt, glaube ich, nicht allein in diesem Komplex, Mann. Eigentlich wäre ich gern runtergegangen, aber ich weiß ja nicht, wer da unten hängt. Weiß ich ja nicht. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. So, wir haben in der Innenstadt ein paar Leute gesehen, die definitiv auf jeden Fall auf anderen Substanzen als nur Alkohol waren. Und sehen wir, möchte man abends nicht um 23 Uhr in die Arme laufen. Kranker Kopf hängt diese Anlage. Richtig krank gruselig, oder? Mhm. Aber nice gemacht zu haben. Wir müssen gucken, ob man es hört. Ich schwöre es euch auf alles. Ich verarsche euch nicht. Da waren Leute drin. Oder zumindest in dieser Anlage. Oder direkt in der unmittelbaren Nähe. Leo meinte aber gerade, es hat ein bisschen geheilt. Und all in all, Alter, glaube ich nicht, dass wir da komplett allein gewesen sind. Vielleicht war das eine echt dumme und lebensmüde Aktion. Wir hatten einfach geisteskrank Glück. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt Airbnb zurück. Und beenden diesen Vanera-Vlog hier für einen zweiten Part mit Fritz Meinecke. Im nächsten Monat, wenn er dann noch hier ist. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sind an der Stelle hier raus. Macht's gut, euer Commander Krieger. Auf Wiedersehen. Tschüss.